Moini, da sind wir auch schon wieder mit Aloy in Forbidden West. Wir haben gerade bei Gaia Demeter abgegeben und nun sind wir hier bei einer Nebenquest, weil ich es nicht sein lassen kann. Ich liebe die Nebenquests. Wir sind mit Gaioka unterwegs, glaube ich. Seine Tochter hat sich Sorgen um ihn gemacht, weil er ein wenig verwirrt erschien und sie angegriffen hat. Vermutlich aus Schutz, weil er Großes vorhat und jetzt helfen wir ihm dabei. Er ist ein Maschinenjäger und wir folgen ihm jetzt erstmal. Ich gucke eben nach, wie er heißt. Das ist nämlich peinlich. Inventar Quest. Fenira Garrocka. Wir sind schneller, wenn wir durch die Wächter gehen. Woher Durch die weißt du von dem Wächter? Angriff? Wir beobachten den Feind auf dem Gebirgspass. Sie versuchen seit Jahren, unser Gebiet einzunehmen. Das ist bloß der jüngste Versuch. Seit Jahren? Regallas Rebellion ist nicht so alt. Hier stimmt etwas nicht. Begleitet er mich in eine Falle? Er hat ja erstmal Hinterhalt! abgeklärt. Der Himmelsclan hat uns entdeckt! Wer? Da. Ist die auch? Nein, doch nicht! Pirscher! Bitte? Und Pirscher, was hast du denn Pirscher? Kannst du mal nachgucken, bitte, Aloy? Schwach gegen Blitz, alles klar. Das ist Frost. Aua, ui, bui, bui, bui. Na komm schon. Aua. Du auch. Aua. Los, werd sichtbar. Du bist in deine eigene Falle gelaufen. Ach so, und alle sind platt. Cool. Ich möchte nicht durch die Fallen laufen. Ach so, und bevor ich das mache jetzt, lade ich eben nach, glaube ich. So. Cool. Und ich muss eben hier mal neue Waffe ausrüsten. Links oben hatte ich immer einen Jägerbogen, meine ich. Nehmen wir den, der sieht doch super aus. Guck ich mal kurz. Genau, da habe ich einen normalen Bogen. Löschwasser, Jägerbogen, Gift, Feuer, Blitz, Gift. Haben wir alles einmal ausgerüstet. Entfernung und nah dran. Und irgendwas dazwischen. Und alle Elementschäden. Nee, aber eigentlich muss ich hier unten. Brauche ich mal Fallen. Ach, das mache ich dann im Zweifel. So. Nee. Lass das mal sein. Mache ich hier dann einen Jägerbogen und gut ist. Oh, Blümchen. Blümchen. Jetzt, wo ich Freude gefunden habe an. Ups, den Ich war so sicher, es Färbern. wären. Egal. Wir müssen zu dem Trupp. Garoka ist nicht ganz bei sich. Das sieht nicht gut aus. Mittleres Vorratslager. Ich vertraue ihm. Ich glaube, dass er doch bei sich ist, dass wir ihn nur nicht ernst nehmen. Weil die Quest schon so angefangen hat, dass man ihn nicht ernst nehmen kann. Still jetzt. Wir sind fast da. Herr Trupp, wir. Was? Nein. Ein altes Denkmal für gefallene Soldaten. Ach hier. Ich schätze, wir sind mehr als nur zu spät. Das ergibt keinen Sinn. Oh. Daroka. Wer bist du, Oh Fremde? nein. Wo erkennst du meinen Namen? Ich bin Aloy. Fenira hat mich geschickt. Du erinnerst dich sicher nicht, was geschehen ist. Ich ging wieder fort, oder?
Warum sind wir hier? Du sagtest, hier sei ein Trupp, der in einen Hinterhalt läuft. Ja, vor das Jahren. Das ist dir passiert, nicht wahr? Vor langer Zeit. Ja, mein Trupp. Der Himmelsklan überfiel uns, schlachtete alle ab. Das muss jetzt 30 Jahre her sein. Venira glaubt, du schleichst dich zum Jagen in den Wald. Doch du kehrst hierher zurück. Ich muss dir leider etwas sagen, Garuka. Sie ist verletzt. Schwer. Sie hat versucht, dich aufzuhalten. Ich tat ihr weh? Aber ich würde nie... Nein! Alles ist wie ein Nebel. Es ist, als würde ich die ganze Zeit hindurch irren. Mein Schwert fremd in meiner Hand. Und wenn er aufklart, weiß ich nicht mehr, was ich getan habe oder wieso. Immer bin ich allein im Wald. Es tut mir echt leid. Wie lange ist das schon so, der Nebel? Wochen, Monate vielleicht. Erst dachte ich, es vergeht wieder, so wie Erinnerungslücken manchmal auch. Dann sind Namen und Gesichter verschwommen. Und ich fand mich öfter im Wald wieder, ohne zu wissen, wieso. Wieso hast du Venira nichts gesagt? Was hätte ich sagen sollen? Dass mein Gehirn ausfranst? Wie ein altes Tau? Nein. Und was hat es dir eingebracht? Sie weiß noch nicht mal, wieso du sie verletzt hast. Der Himmelsklan überfiel deinen Trupp damals also? Wir hatten unsere Patrouille fast beendet und wollten zurück ins Dorf, als sie angriffen. Nur ich überlebte. Als meine Wunden vernarbten, kam ich zurück und erbaute ein Denkmal für meine Kameraden. Und dann streckte ich aus Rache doppelt so viele ihrer Soldaten nieder. So waren die Clankriege. Vorhin sagtest du, der Feind versuche seit Jahren, das Tieflandgebiet einzunehmen. Das war wohl während der Clankriege. Bevor Hikaru Häuptling wurde, lagen unsere Clans ständig im Krieg. Wir kämpften um jedes Stück dieses Waldes. Das zerstörte Dorf nicht weit von hier erinnert daran. Wie viele Soldaten auch fielen. Immer wartete schon der nächste Rachefeldzug. Es heißt, darum wäre das Holz der Wächter so rot. Wegen des generationenlangen Blutvergießens. Wir sollten ins Dorf zurückkehren. Warte, das Denkmal. Da fehlt ein Stück. Ein Metallzeichen aus den Klingen meiner gefallenen Kameraden. Wo ist es? Es muss hier irgendwo sein. Ich muss es finden. Ich weiß. Ich weiß, es ist... Hey, ganz ruhig. Ich sehe mich mal um. Okay. Spuren, die vom Denkmal wegführen. Geh voraus. Das ist ganz schön. Ich mache ja super gerne die Nebenquests, weil die so viel zur Story beitragen und zur Atmosphäre und nochmal die Welt hier in so ein ganz anderes Licht rücken, weil es stellt eine Dystopie da, in der viele verschiedene Völker leben, aber irgendwie auch so reale Menschen, also alte Menschen, die dement sind. Das ist schön, dass das irgendwie thematisiert wird. Ich find's toll. Das ist sehr emotional. In Frankreich gibt's doch auch einen Wald, in dem gesagt wird, dass dort... Es ist ein UNESCO-Welterbe, meine ich auch, weil da so viel im Zweiten Weltkrieg, nee, im Ersten Weltkrieg gekämpft wurde, dass da einfach, ja, unglaublich viele, ja, Spuren des Krieges noch zu sehen sind. So, auf jeden Fall haben wir hier... Maschinen.
Kletterkiefer. Vielleicht haben die das Zeichen. Elende Aasgeier. Ich folge dir. Ja, wir verstecken uns erstmal. Der ist schwach gegen Löschwassermunition. Habe ich ausgerüstet. Und es sind nur zwei. Was ist das hier unten? Plünderer Schrotthaufen. Okay. Und die schießen, glaube ich, mit Feuer. Und mein Outfit mag Feuer. Cool. Dann schießen wir mal mit Löschwasser auf die Jungs. Wo eigentlich könnte ich das vorbereiten mit Fallen erstmal. Kann ich hier irgendwie runter? Wo ist der zweite hin? Auf der anderen Seite. Können wir erstmal heimlich hier runter? So. Und eine Löschwasserfalle setzen. Achso, sie steht richtig, ne? Kannst du dich mal ducken? Danke. Wo geht dein... Achso, der hat gar keinen Weg, den er irgendwo lang geht. Hier Blitz. Löschwasser, wo bist du? Hier. Nicht in die eigene Falle tapern am besten. So. Oh, ich habe keine mehr. Nee, machen wir eine Sprengfalle nochmal. Gut, und dann hier hoch. Kann ich das heimlich machen? Klasse. Oh, weg hier. Ja, von hier oben habe ich eigentlich... Hui. Eine gute Position, wollte ich sagen. So, nimm mal ein paar mehr. Springst du gleich wieder da hoch. Springst vor allem hier hoch. Wo bist du? Nein! Oh, ich bin so dämlich. Beide Fallen ausgelöst. Klasse. Klasse, Aloy, klasse. Oh, der ist schon platt. Das ging schnell. Noch mehr Kletterkiefer. So, und mit einem normalen Pfeil. Da bist du. Komm mal mit hier. Ich habe hier doch noch eine Falle gesetzt. Nein, die ist schon weg. Da hoch schießt du. Kühlsaft, nett. Ich könnte auch auf den Kühlsaft schießen, glaube ich. Semi gute Idee. Mach ich mal hier so eine Falle hin. Und Löschwasser. Vertikal. So, das war gut. Aua, das war nicht so gut. Nicht wieder in die eigene Falle. Okay. Weg hier. Kannst du mal in die Falle reingehen? Nee, hier, in diese Falle hier. Komm, put. Der
Der ist gleich so platt, ne? Super. Gewonnen! Jetzt zu dem Zeichen. Vielleicht in einem Kletterkiefer-Schrotthaufen. Ich passe auf, falls noch mehr Maschinen auftauchen. Das ist gut. Kein Zeichen hier. Auf zum nächsten Schrotthaufen. Mal schauen, ob wir sein Zeichen finden. Der Krieger. Oh, was habe ich da denn gefunden? Durchdringender Stachel. Okay, das ist Munition. Kein Zeichen hier. Auf zum nächsten Schrotthaufen. Habe ich schon geplündert. Ach, das waren Zünder und Kühlsaft. Ich mich hier nochmal hoch. Oben war auch noch was. Hui. Na komm. Wo ist es hin? Da. Da ist es doch. Denkmalzeichen. Ich hab das Zeichen. Jetzt sollte ich es Garoka geben. Oh, da hätte ich auch hochgekonnt. Oh, das wäre cool geworden. Was haben wir da noch? Mittleres Vorratslager. Großzügiges Vorratslager, das muss ich einmal hier ermitteln. Wie viel Loot hier überall rumliegt, ne? Wahnsinn. Hier drüben, Aloy. Was gefunden? Ja. Ich habe gefunden, was du suchst. Und noch mehr. Hier. Ich glaube, das ist das fehlende Zeichen. Ja, das ist es. Ich bringe es zum Denkmal. Geh du schon vor. Ich würde gerne eine Weile meinen Kameraden gedenken. Bist du sicher? Ich komme klar. Der Nebel ist vorerst weg. Ja, das ist ja okay. Das Ding. Man weiß nicht wann. Ich gehe zurück ins Dorf und sag Venira, dass es dir gut geht. Vielen Dank, Aloy. Aber er ist immer noch ein erwachsener Mensch. Tja, wenigstens kann ich Venira sagen, warum Garoka immer fortlief. Also zurück nach Flutspitze. Flutspitze. Flutspitze war, glaube ich... Nee, es war das Salzgebiet, was ich gerade an das ich denke. Da ist noch was. Plünderer Schrotthaufen. Ich denke immer wieder, dass ich das Spiel gut hätte in einem schwierigen Modus spielen können. Weil ich gar keine Taktik so richtig... Da ist noch ein Zeichen. Okay, ich habe noch ein Denkmal erhalten. Immer durch die Materialschlacht am Ende gewinne. Ich mache ja die Nebenquests und da findet man so viel Loot, dass ich eigentlich gar nicht mehr ohne Aufnahme zwischendurch looten muss. Denkwürdige Jagd. Unbekanntes Lager. Ich würde eigentlich gerne kurz speichern, beziehungsweise schnell reisen. Und dann gehe ich jetzt nicht zu dem Questpunkt, sondern laufe lieber eben zurück. Spurauswahl aufheben. Mal gucken, ob ich mit dem Zeichen was anfangen kann hier. Sorge dich nicht um mich, ich gehe bald nach Flutspitze zurück.
Na gut. Was? Schöner Nebel. Passend zur Story gerade. Ja, ist auch. Schön symbolisch erklärt. Mit dem Nebel im Kopf. Wirklich schön, dass das Spiel auch nicht nur Kinder und um die 30-jährige, 20-jährige Hauptcharaktere zeigt, sondern Überwachungsdrohne sitzt der Wächter. Ein breites Spektrum, wirklich. Und vor allem auch das thematisiert auf verschiedene Arten, wie mit der, die ich immer Laurie Petty nenne. Gefällt mir richtig gut. So, wie komme ich an dich dran? Wo fliegst du lang? Wo? Entweder von hier oder von dort hinten. Ich denke von dort hinten, aber ich probiere es mal von hier. Nein. Autsch. Oh, das wird eine Narbe geben. Nein. Du bestehst aus Pixeln, kriegst keine Narben. Hängen geblieben. So, und hoch. Und darüber gleiten. Hoch. Und hoch. Nein! Och Mensch, Aloy. Das ist aber auch fies, dass man das nicht beeinflussen kann. Also, ich kann nicht aktiv sagen, jetzt klettern. Sondern es ist automatisch, dass sie sich da irgendwo festklebt. Was ja in manchen Momenten gut ist. Aber in dem Grade zum Beispiel konnte ich nicht sagen, los, klettern X. Sie hat einfach nur nicht den Punkt gefunden. Ab nach unten. So, rüber und hoch. So. Auf diesem Seil, danke. Und dann auf diesem Seil. Danke. Da hoch. Hoch. Das war knapp. So, jetzt habe ich da zumindest eine Leiter. Und ich schätze, von hier kann ich dann auch den Flugschreiber bespringen. Ja. Ab nach unten. Nichts mehr drücken. Geschafft. Okay, ich hol mir die Drohnendaten. Juhu.
Kann ich aus dem Vorrat nehmen, wenn ich es brauche. Jetzt habe ich mehr als die Hälfte von den Drohnen gefunden. Die Musik ist schon wieder so entspannend. Die Atmosphäre auch. Mit diesem wunderschönen Licht. Guten Tag. Guten Tag. Ehre ist alles. Folge den Zehen. So. Mögen unsere Klingen vereint sein. Guten Tag. Da drüben. Sei gut, Schwiegerin. Bewege dich. Aloy, du bist zurück. Aber wo ist mein Vater? Alles gut. Ich fand ihn. Er ist nicht verrückt, Finira. Er vergisst nur Dinge, und zwar zunehmend. Er dachte, er wäre noch in den Clankriegen und wollte seinen Trupp vor einem Hinterhalt retten. Als wir zum Denkmal kamen, wurde er wieder klar. Er sagte, er sei in einem Nebel gewesen. Warte. So etwas habe ich schon gehört. Ein seltenes Phänomen bei Kaplanen. Ihr Gedächtnis schwindet im hohen Alter. Garoka ist kein Kaplan, aber er ist so alt wie einer. Bevor Hekaru Häuptling wurde, wurden nur wenige von uns so alt. Also deshalb... Oh, den Zehn sei Dank. Wenn er wirklich verrückt wäre, würde man ihn dem Gesetz nach töten. Was? Nein, er wird bloß alt. Er braucht Pflege, kein Todesurteil. Ich bin mir sicher, für den Rest des Dorfs ist das ein und dasselbe. Was? Aber wir haben ein Auge auf ihn. Übrigens, wo ist er jetzt? Hier. Oh, kleiner Speer. Kleiner Speer. Es tut mir so leid. Alles ist gut, Vater. Du bist zu Hause. Und ich verstehe jetzt. Wenn der Nebel kommt, halte ich deine Hand und erinnere mich für dich. Du musst keine Angst haben. Danke für all deine Hilfe. Bitte, nimm das hier. Deine Taten hier, besonders für Venira, werden nie vergessen werden. Interessante Worte. Vielen Dank, Aloy. Aloy? Was? Ja, Aloy. Schön, dich zu sehen, Krieger. So eine schöne Quest. Wahnsinn. Die Sonne geht unter. Was habe ich denn? Sonnenhabicht, Häckslerhandschuh und eine neue Gesichtsbemalung. Schön. Ja, gut. Das war doch eine wirklich hübsche Nebenquest. Schon wieder so eine hübsche Nebenquest. Im Nebel. Ja. Gut. In der nächsten Runde werde ich nochmal eine Nebenquest machen. Das war jetzt ja sehr emotional. Vielleicht irgendwie was mit mehr Dinos verhauen. Vielleicht machen wir nochmal eine Brutstätte. Oder, oh, ich habe eine Idee. Wir machen mal ein Jagdgebiet. Die müssten ziemlich easy sein, sage ich so. Weil ich doch massiv das Gefühl habe, dass ich meine Techniken nicht gut nutze. Und das kann man im Jagdgebiet super gut üben. Und da werde ich euch mal mitnehmen. Und ich möchte ganz dringend auch mal so einen Arena-Kampf machen. Weil da gab es die besten Waffen und Rüstungen zu kaufen. Oder zu gewinnen eigentlich. Die Arena hier. Das machen wir doch mal. Oh, dafür muss ich erst Stornrücken-Stoßzähne sammeln. Das war auch hier in der Nähe. Das passt doch richtig, richtig gut. Das war hier in der Nähe, ich bin mir sicher. Ja, machen wir dieses und jenes und dann, ja, sehen wir uns gleich. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, ich hoffe, es hat euch auch gut gefallen. Bis dann, ciao.